Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi. Heute am 21.09. bei schönem herbstlichem Wetter wieder aus meinem Sendestudio in Feuchern. Ja, jetzt hab ich ja schon lange keinen Briefmarkenfilm mehr gemacht. Daher möchte ich heute wieder mal mit euch auf Schatzsuche gehen und zwar mal euch so zeigen, was ich so in letzter Zeit so an Briefen und dergleichen eingekauft habe und Karten und so weiter. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi zu abonnieren. Dazu einfach den Abonnieren-Button anklicken und wenn ihr mir die Klingeling, jetzt kommt's wieder, anklickt, dann bekommt ihr auch immer meine neuesten Filme mit. Aber wollen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern gleich in Medias Res gehen und somit auf Schatzsuche gehen. Das habe ich in so unter allerlei Briefmarken gefunden, so einen kleinen Bogen. Und da fiel mir dann auf, dass da Tschetschenia draufsteht oder Noxin Respublica Ikaria. Ja, das ist eine Briefmarkenausgabe sozusagen von einem Land, das nicht der UPO, das nicht zum Weltpostverein gehört und somit auch im Michel-Katalog nicht zu finden ist. Tschetschenien wollte sich ja mal eine Zeit lang von Russland loslösen. Das scheiterte dann dank Putins. Da gab es ja, glaube ich, 2 Tschetschenienkriege. Jetzt regiert da ein gewisser Herr Kadyrov und das ist ein Anhänger von Putin. Und ich denke auch nicht, dass da jetzt noch irgendwelche Briefmarken herausgegeben werden. Und da sieht man hier die Lady D mit krebskranken Kindern. Ja, was das wert ist, ist schwer zu sagen. Ich würde vielleicht sagen, Interessenten, die sowas sammeln, also das könnte man als Cinderellas, können wir auch als Cinderella bezeichnen, weil es keine offizielle Briefmarkenausgabe ist. Vielleicht 2 bis 4 Euro, so in der Richtung, könnte man das vielleicht verkaufen. Ja, und dann waren in einem Briefeposten diese Briefe mit dabei, und zwar von der deutschen Lhotse-Expedition in Himalaya von 1972. Da ist wieder schwer, da Preise zu festlegen. Die werden bei eBay so irgendwo zwischen 5 und 100 Euro oder teilweise sogar noch höher gehandelt. Ob die Anbieter das dann bekommen, einen dreistelligen Eurobetrag, wage ich eher zu bezweifeln. Hauptsächlich bei so einer schlichten Frankatur würde ich wahrscheinlich von 5 Euro so in der Richtung ausgehen. Und von diesen schönen Frankaturen, schauen wir uns auch mal die Rückseiten an. Hier nochmal Archiv für Himalaya-Forschung in Freiburg im Breisgau. Und hier haben wir wunderschöne weitere Marken. Also die sind deutlich schöner, die Briefe. Da würde ich sagen, da kann man schon vielleicht 20 Euro pro Brief kriegen, wenn man da einen entsprechenden Interessenten findet. Also die sehen optisch wunderschön aus. Ja, dann habe ich hier einen wunderschönen Luftpostbrief von Chile mit Luftpostmarken, Überdruck und da ist auch eine 10 Pesos dabei. Das ist, glaube ich, höchste Nominalwert der damaligen Ausgabe. Und es wurde nach Magdeburg geschickt. Vorderseitig sieht er sehr schön aus, rückseitig leider nicht so toll. Aber vielleicht kann man da noch so um die 10 Euro für diesen Brief bekommen. Dann habe ich für meine Sammlung, habe ich den aussortiert, Briefe von Donga, First Day Cover, natürlich für Sammler gemacht. Würde ich auch irgendwo bei 3 Euro einschätzen. Ist aber egal hier in dem Fall der Wert, weil das geht ohnehin in meine Sammlung. Ebenfalls in die Sammlung geht dieser schöne Südafrika-Brief in meine Sammlung Hotel Bordeaux. Das scheint sogar so richtig verschickt worden zu sein, nicht nur rein für Sammler. Aus dem Jahr 1955 würde ich auch mal so bei 3 Euro taxieren. Dann haben wir hier einen schönen FDC von den Pitcairn Islands. Ob das auf den Pitcairn Islands abgestempelt wurde oder in Großbritannien, vermag ich nicht zu sagen, ist egal. Geht trotzdem in meine Sammlung, wert auch wahrscheinlich so 3 bis 5 Euro. Ebenfalls in meine Sammlung geht diese wunderschöne Karte von Ceylon mit dem Bristol Hotel in Colombo. Und da ist hinten auch eine Briefmarke, leider fehlt da der Stempel. Wert wohl auch so 5 bis 10 Euro. Ja, dann ebenfalls in meine Kolonialsammlung geht dieser schöne FDC von der französischen Somaliküste. Das sieht auch optisch wunderschön aus. Die haben halt viel Korallenriffe und daher sind dann natürlich auch so Meeresmotive beliebt. Djibouti
Stempel von der Hauptstadt, rückseitig sieht man jetzt nichts groß, ist natürlich wie alle FDCs meist für Sammler gemacht. Dann folgt ein weiterer schöner Brief von British Ostafrika nach Hamburg verschickt. Und zwar wann, sehe ich jetzt nicht, muss ich mal kurz gucken. Ja, frühe 50er Jahre, wohl auch so 3 bis 5 Euro wert. Schöne bunte Frankatur, auch wunderbar für meine Sammlung geeignet. Ja, dann entdeckte ich diese wunderschönen Kitschkarten in einem Kartenposten. Die habe ich auch mal rausgenommen, weil die optisch so wunderschön aussehen. Litos aus dem Jahr 1900, die eine, und das ist wahrscheinlich auch so um 1900, 1899 herum, sah ein Knab ein Röslein stehen, wunderschöne alte Kitschkarte. Schauen wir mal, was da als Datum drauf steht. Ja, da ist es dann 1899. Und solche kriegt man eigentlich noch relativ günstig. Würde ich jetzt so für den Einzelverkauf so bei etwa 5 Euro pro Stück taxieren. Ja, dann habe ich hier zwei Kriegsgefangenenbriefe aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube 1947. Interessant ist, weil der Versender sich hier künstlerisch betätigt hat. Er hat also da auch was gemalt. Das ist kein Druck, das ist von dem Versender selbst gemalt. Hier auch nochmal frohe Ostern. Ostern 1947 und das andere. Und ich hoffe, dass bald danach seine Kriegsgefangenschaft endete. Er schickte das auch an seine liebe Uli und Oma, also an sein Kind, und wollte dann das Kind durch diese wunderschönen Malereien erfreuen. Also das sieht wunderschön aus. Das hat wahrscheinlich mehr so einen ideellen Wert. Ich würde es auf alle Fälle so zwischen 5 und 10 Euro taxieren, weil der Versender sich hier auch noch so schön künstlerisch betätigt hat. Peter Krings war das, und ist halt leider kein berühmter Künstler. Dann wäre es natürlich, wenn das jetzt ein berühmter Künstler wäre, dann wären die Briefe natürlich einiges wert. Ja, dann kommen aus einem Kartenboss noch drei interessante Karten. Die könnte was wert sein, weil das sehr exotisch ist. Ich weiß nicht, da wird es sicher nicht viele geben von dem Gasthaus und Meierei beim Jungfernbrunnel in Wien. Gruß von der Jägerwiese, sieht ja recht primitiv aus, diese Gaststätte. Leider fällt hinten die Marke. Aber trotzdem, wenn jemand dieses Motiv sucht, kann das schon sein, dass da jemand 20 bis 30 Euro oder vielleicht sogar noch mehr zahlt. Also es ist eine interessante Karte. Dann eine weitere interessante Karte zeigt ein Museum, das Tauloff-Museum in Kiel. Eine schöne alte Litho-Karte, schön erhalten, aus dem Jahr, glaube ich, 1901, Germania-Marke abgestempelt. Da könnte man auch so 10 bis 20 Euro als Taxierung festlegen. Und dann auch ein sehr beliebtes Thema, und die Karte ist auch wunderschön erhalten, ist das Thema Maikäfer. Das verschickte man gern, das Maikäfer-Motiv, so Anfang Mai. War das sehr beliebt, und da gibt es auch viele Sammler, die sowas sammeln. Und hinten sind wir wunderschön abgestempelt, alles 1899. Perfekt erhalten, die Karte, die kann man sicher so 20, 25 bis 30 Euro taxieren. Ja, und zum Thema Hottentotten darf man ja nicht mehr sagen. Nama Herero Aufstand in Deutsch-Südwestafrika von 1904 bis 8 für meine Sammlung Feldpost und dergleichen konnte ich zwei Freistempler erwerben, zwei Feldpostbriefe, die innerhalb von Südwestafrika verschickt wurden. Hier dieser mit einem Kubub-Stempel nach Kedmanshoop verschickt. Rückseite Ankunftsstempel Kedmanshoop. Schöne Sache aus dem Jahr 1906. Und hier ein weiterer Brief von Otavi nach Swakopmund. Auch hinten rückseitig sieht man einen schönen Swakopmund-Stempel aus dem Jahr wohl 1907, soweit ich jetzt hier sehe. Ja, solche Feldpostbriefe werden meistens so zwischen 10 und 20 Euro oder auch darüber gehandelt, muss man noch dazu sagen. Und dann sind wir schon wieder mit dem ganzen Thema fertig. Schauen wir nochmal hier so den ganzen Stapel an, was da alles so dabei ist. Besonders gut gefällt mir eigentlich diese Maikäferkarte.
Ja, das war's dann schon wieder zu unserer Briefmarken, Briefe und Ansichtskartenschatzsuche heute. Nicht ganz so viel Material, daher der Film auch nicht ganz so lang. Als nächsten Briefmarkenfilm will ich euch dann die Kommissionskiste 3 vorstellen. Die kommt aus dem gleichen Fundus wie die Kommissionskiste Nummer 2. Und da sind viele interessante Sachen dabei und da könnt ihr wieder sehr günstig was erwerben. Lasst euch dann schon mal überraschen. Dann sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Und wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn mit da oben den Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders natürlich über jeden neuen Abonnenten. Da rufe ich ganz laut Juhu, Juhu, Juhu. Auf Wiedersehen.